Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge. Diesmal mit 7 Days to Die Präpokalypse Mod. Ich freue mich auf diese Mod tatsächlich. Ich habe sie ja früher schon gespielt. Vor ein, zwei Jahren oder so, glaube ich. Auch hier auf meinem Kanal. Ich freue mich auf diese Mod. Ich mag sie mega gerne. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und lasst uns einfach mal loslegen und einfach mal wieder ein paar Zombies klatschen. Also wie gesagt, es wird hier ein bisschen mehr auf meinem Kanal werden. Was Spiele angeht. Aber da ich nicht im Moment nicht weiß, was ich für Survival-Spiele spielen soll, wird es halt 7 Days sein. Mit 7 Days fühle ich mich eigentlich auch relativ wohl. Und ja, falls ihr Ideen habt, was ihr gerne sehen wollt, könnt ihr es mir auch auf jeden Fall gerne schreiben, weil ich bin komplett überfordert mit den ganzen Spielen. Aber wir spielen jetzt erstmal Präpokalypse Mod. So, let's go. Also, willkommen zurück, Prepper. Wir dachten schon, wir hätten dich verloren, aber du hast überlebt. Du weißt, wie es geht. Erledige 6 einfache Überlebensschritte für den Standort eines ersten Händlers und hol dir eine Belohnung von 7 Fähigkeitspunkten. Oha. Deine Seelenverwandten waren auf das Ereignis vorbereitet und haben sogar die Nachwirkungen überlebt. Aber danach kann es brenzlig werden. Alles klar. So, erste Quest des Überlebens. Ist deine aktive Quest. Der Status der Quest wird im Zieltracker oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Öffne von deinem Inventar aus das Questmenü für mehr Informationen zur Quest. Brauche ich nicht. Pflanzenfasern sammeln. Wir kennen 7 Days to Die. Wir kennen das. Sitze ich da eigentlich blöd schon wieder? Sitze da halt immer so. Ich gehe mal ein bisschen mit Zombie Lina kuscheln. Gehen wir mal ein bisschen mit Zombie Lina kuscheln. So. Ich weiß gar nichts mehr über diese Mod tatsächlich. Ich weiß nur, dass ich sie echt gemocht habe und das auch eigentlich relativ cool war. Aber ich werde ein bisschen mehr Pflanzenfasern sammeln. Bin noch ein bisschen Asia-Mod geschädigt, um ehrlich zu sein. Da braucht man auf jeden Fall viele Pflanzenfasern am Anfang. Also positiv geschädigt, ne? Nicht falsch verstehen. So. Zack. So, dann erstmal Schlürfsack. Erstmal platzieren, ne? Ja, wie immer. Schlafsack platzieren. Oh, jetzt will ich hier unten nochmal ein bisschen. Ich hoffe auch, dass es alles deutsch ist. Apokalypse Starter Kit. Öffnen. Okay, wir kriegen schon ein Fahrrad. Okay, nice. Infusionsständer. Lesen Sie die Questnotiz und nehmen Sie die Herausforderung an. Okay, mach ich. Ja, keine Ahnung. Wird mir schon irgendwann angezeigt, was ich da machen soll. Das ist auch ziemlich nice. Was ist das hier? Das ist auch eine Questnotiz. Okay. Das sind alles Quests hier, ne? Ja, eliminiere Zombies. 10, 15, 25. Okay. Das sollte auch nicht so das Thema sein. Auch in mehreren Etappen. Alles klar. Und das auch. Okay, passt. Das öffnen wir mal schnell und lesen schon mal Klingen. Robotik. Arbeitsstation natürlich super wichtig. Sprengstoff ist nicht so ganz meins irgendwie. Aber warte mal, so. Okay, wir haben auch schon eine Waffe. Das Fahrrad kommt mal da. Das ist ja erstmal egal, weil das Fahrrad werde ich ja eh nachher. Ich kann die Waffe hier auch tatsächlich schon modifizieren. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ey. So. So. So, erstmal hier alles. So. Okay, aufsammeln. So, erstmal ein paar Baublöcke hier machen, ne? Sicher ist sicher. So, erstmal eine Steinaxt fertigen. Zack. Und dann wahrscheinlich. Okay, Pflanzenfaserhemd. Anziehen. Pflanzenfaserhose habe ich noch nicht. Okay. Jetzt aber schnell, ne? Pflanzenfaserhose ist wichtig für uns. Ganz, ganz wichtig hier für uns. Jetzt wichtig für uns. Drehen wir ein bisschen hoch den Spielsound, dass ich ein bisschen mehr Sound habe. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu laut. Wir testen mal. So, pass mal auf. Das Fahrrad können wir einfach schon mal hinstellen. Kann ich hier ein bisschen anders sortieren. So. Was war das hier?
Wildreis? Okay, nice. Nice, nice, nice. Okay, Holzknüppel. Boah, Schneebiom. Oh nee, ich ahne schon wieder Böses. Ich ahne Böses. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwie nachher ins Schneebiom. So, pass mal auf. War hier irgendwie... Das ist alles normal. Okay, gut gemacht, Prepper. Wir haben nichts anderes erwartet. Wir haben auf deiner Karte den Standort eines Händlers markiert, bei dem du wieder anfangen kannst. Eine Prepper-Party bietet Sicherheit in der Menge, aber es gilt auch viele Möglichkeiten, es alleine zu schaffen. Nee, bitte nicht. Okay. Es könnte sein sogar, dass es nicht... Hier wollen wir doch mal hin. Kann sein, dass es nicht Schnee ist. Es kann aber auch sein, dass es Schnee ist. Wir... Keine Mummis hier? Okay. Also ich spiele eigentlich mit... Also ich spiele mit Zombies, ich schwöre. Okay. Ich schwöre, ich spiele mit Zombies. Ich habe sie nicht ausgestellt. Das würde ich nie tun. Kann ich nicht laufen? Hallo? Muss ich mich hier durchlassen? Okay. Hier gibt es nichts Spannendes, ne? Oh, da unten ist noch eine Holzkiste. Oha, okay. Da war jetzt auch nicht so was Spannendes drin. Gut. Können wir nachher nochmal zerlegen. Krieg ich hier nur einzelne Sachen raus oder krieg ich die ganze Lampe? Jetzt bin ich jetzt mal gespannt. Ne, okay, keine ganze Lampe. Gut. Ich bin einfach zu dick für dieses Spiel. Das kann ich... So. Okay. Dann lasst uns mal auf zum Händler. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Es kann einfach nur wieder ein bisschen lost mit mir werden, aber ihr seid ja von mir eigentlich auch echt Kummer gewohnt, ne? Ihr seid ja Kummer gewohnt. Hoffentlich ist der Händler in einer Stadt. Ich spiele auf der 8K-Map. Ich sollte eigentlich auch Holzdings mitnehmen, ne? Oh, ich habe schon so ewig keine normale 7-Days-Mod mehr gespielt. Also normal in Anführungsstrichen. Unsere Asia-Mod ist ja normal. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich einiges gar nicht mehr weiß. Wie gesagt, außer Dijon Tower und mit Integration eine Joke-Mod habe ich echt Ewigkeiten kein normales in Anführungsstrichen 7-Days mehr gespielt. Bin mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch mega aufgeregt auf die Alpha 22. Bin so gespannt, was da alles so kommt. Bin echt mega gespannt. Also irgendwie finde ich das auch cool, dass wir am Anfang schon ein Fahrrad bekommen haben. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen einfach, ne? So ein Fahrrad schon zu bekommen. Okay, auf jeden Fall könnten wir uns auch hier ein Gebäude suchen. Das ist auf jeden Fall eine große City. Das ist schon mal ziemlich nice. Okay, da sind doch Zombies. Weiß auch gar nicht mehr, ob es hier andere Zombies gab in der Prepo. Ja, wir werden es auf jeden Fall mal rausfinden. Wir werden es rausfinden. Oh, ich wusste gerade nicht, ob ich niesen sollte oder nicht. Es war so, oh. Also ich spiele auf meinen Standardeinstellungen Abenteurer und Blutmond-Zombies ist Sprinten, Nacht-Zombies ist Rennen, wilde Zombies sind Joggen und Tag-Zombies sind Gehen. Hier vorne ist schon der Händler, cool. Cool, cool, cool. Gleich nochmal kurz gucken, wie viel Platz ich in meinem Inventar habe. Okay, einiges eigentlich, ne? Da kann ja erstmal das hier alles rein. Nee, warte mal, die Munition brauche ich aber. Die Munition brauche ich aber. Kann ich mal lesen? Das kann uns aber eigentlich auch alles bleiben. Boah. Dann machen wir das mal so. Speech.
Hallo, liebste Jen. Wie geht es Ihnen? Okay, Jen ist anscheinend taubstumm. Auch gut. Beseitige Zombies. I had a good feeling about you. Okay, sie redet doch noch mit uns. Good luck. Ist aber nett, dass du doch mit uns redest. Das ist aber nett. Okay, jetzt geht's los. Was zur Hölle bist du denn? Okay, what the f... Der sieht aber schon ein bisschen cool aus. Ich brenne. Ach du heilige Scheiße. Ich mach keinen Schaden an ihm. Oh Gott, ich sterb gleich. Oh fuck. Oh Gott! Was ist er? Was ist er denn? Was ist denn er? Oh, Halleluja. Oh, wow. Okay. Ja, Mensch. Es läuft ja hier richtig gut bei uns. Schon. Hoffentlich ist der Blödmann weg. Hoffentlich ist der Blödmann weg. Okay. Was aber bitte war das für ein Zombie? Was stimmte denn nicht mit dem? Okay, wir haben schon mal einen Grill. Sehr geil. Also wie gesagt, ne, seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier ein bisschen komplett lost bin. Aber ich habe euch ja gerade erzählt, warum. So. Blümchen? Wollen wir nicht. Helmlicht haben wir noch nicht, ne? Aber der sieht so süß aus. Der sieht aus wie mein Wauzi, so ein bisschen. Ein bisschen aus wie meine Wauzi. Nicht wundern, warum ich immer so rechts rüber gucke. Oh, was ist das? Oh, das ist ja cool mit so einer Wabe und so einer Biene drauf. Oh, das sieht ja richtig nice aus. Aber ich muss immer gucken, ob OBS da irgendwie keine Probleme hat, weil... Das ist halt immer noch 7 Date, ne? Immer noch 7 Date. So, Schlagringe, Gewehre. Okay. So, hier kann man ja nichts einsammeln. Da war ja was. Ausbuddeln können wir hier auch nichts. Ich möchte auch gar nicht wissen, wen Jen hier alles verbuddelt hat. Ist vielleicht auch besser. So, ihr ganzen Mumbelis-Schmumbelis da draußen, bleibt mal schön da draußen. Ich habe keinen Bock auf euch. Ihr seid nämlich kacke, wenn hier schon wieder so ein komischer Hampelmann ankommt. Ist das schon wieder so ein Hampelmann? Das sieht nach einem normalen Zombie aus. Eigentlich. Okay, das sieht auch nach einem normalen Zombie aus. Das sieht auch, ich bin ein bisschen überbelichtet, kann das sein? Ein bisschen, minimal, maximal. Ich glaube, so ist ein bisschen besser, ne? So leuchte ich wenigstens nicht wie so der hellste Stern am Zombie-Himmel. Okay. Loot habe ich nicht hochgestellt. Der Loot ist auf 100% ganz normal. Also ich habe gar nichts umgestellt. Eigentlich, außer die Einstellungen, die sind aber so, wie ich sonst auch immer 7 Days spiele. Wie ich es auch schon irgendwie immer gespielt habe. Erstmal langsam anfangen und dann können wir uns immer noch hochtasten. Dann können wir immer noch Lugi-Lugi machen, ob wir irgendwas umstellen. Aber erstmal. Oh, Entschuldigung. Irgendwie ein bisschen was im Hals ziehen. Ja, ihr kleinen Schnuffels da draußen, ihr müsst leider draußen bleiben. Zombies haben hier keinen Zutritt. Waren hier nicht auch immer noch irgendwie Bücher? Nee, hier war ja... Hab ich mich ja immer gefragt, warum Jen so einen Gebetsraum braucht, weil es macht jetzt auf mich nicht so den Eindruck, als ob sie beten würde. Aber gut. Stille Wasser sind tief. Sie redet ja nicht so oft mit uns. Moin. Bücher überall. Hello, Traveler. What's ailing you? Achso, okay, sie kann doch mit uns reden. Ja, das ist ja Oberwahnsinn. Darf ich dein Inventar sehen? Weil ich habe ein bisschen Geld für dich. Nice.
Ansonsten will ich eigentlich alles behalten. I hope you're feeling better. So, was haben wir hier? Reparaturwerkzeuge, Schlagringe, Handwerksfertigkeiten, Erntewerkzeuge, Arbeitsstation, nice. Wir haben Schmiede auf jeden Fall schon mal freigeschaltet und Gewehr. Ja, cool. Kann man hier so ein bisschen sexy Schuhe anziehen, oder? 2,63. Dann kann sie die aber auch haben. Thanks for the business. Thanks for the We're business. We're open from dawn to dusk, since you know. From dawn to dusk. Okay, nice. Gut. Wir. Ist mein Fahrrad? Da. Immer diese Zombie-Apokalypse. Ne? Na komm mal her, du kleine Stinkwurst. Oh oh. Bist du tot? Du bist tot. Okay. Sehr gut. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Zuhause, wo wir einziehen. Asi. Würde ich sagen. Dass wir da auf jeden Fall schon mal safe nachher sind. Auf jeden Fall ja echt eine große City. City! Echt eine große City. Von da sind wir auch gekommen, aber auf dem Weg sollten wir doch eventuell auch ein kleines Häuschen finden, oder? In der Regel. Ich weiß gar nicht, wie viele Werkbänke und so es hier gibt. Okay. Lonnie hat sich mal wieder verfahren. Läuft ja. Ich will kein hohes Haus, eigentlich. So ein Halbflachdach. Sowas oder hier. Wie bei Gold. Luigi's. Ist das eine Pizzeria? Aber da, wo die Zombie-Mommies halt auch nicht so schnell hochkommen. So ein Hotel ist mir ein bisschen zu groß. Das wird auch irgendwie verteidigt werden, ne? Okay, schon ein Korb, alles klar. Der mich auch sogar schon anspuckt. Ja, super. Ich bin ja hellauf begeistert. Das macht der Korb sehr gut. Ich habe gar nicht gelesen, was ich angenommen habe. Das macht auch Sinn. Das macht ja auch Sinn. Ist das hier? Okay, was ist denn das da vorne? So, das ist, glaube ich, dieses... Ja. Nein, da wollen wir nicht hin. Das hier ist das Krankenhaus. Ich suche noch ein Zuhause. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest und gucken. Wir gucken erst nach dem Zuhause. Wir machen erst Luki-Luki. Für ein Zuhause. Damit wir wenigstens irgendwie eine Bleibe haben. Wir werden bestimmt auch nochmal wieder umziehen, wenn wir irgendwas Cooles finden. Aber fürs Erste brauchen wir ja auch irgendwie was, ne? Ja, auch immer so, ich kann mich auch immer so richtig gut entscheiden am Anfang. Ich kann mich ja auch immer so richtig gut entscheiden, ne? Nämlich so gar nicht. Nämlich so gar nicht. Aber ich glaube, ich finde das hier gar nicht so doof. Komme ich hier irgendwo hoch? Oh, die Nase juckt. Okay, ich finde es doch doof. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Oh Gott. Oh Gott, hallo. Mama mia, ey. Oh Gott, ey. Mit dieser Panik hier. Jo, ich habe sie alle getriggert. Ja, läuft ja bei mir. Moin. Okay, man kommt hier nirgendwo hoch. Nur von drin wahrscheinlich. Richtig? Aber. Was spricht denn dagegen?
wir hier an der Seite uns einfach, es geht nicht. Okay. Ich wollte mit der Leitern hochmachen, aber dann will ich es jetzt erstmal so machen. Und erstmal gucken, was hier oben überhaupt abgeht. Okay, ja, das wäre eigentlich ziemlich gut. Ich höre Geier. Ich kriege eine Macke. Ich kriege eine Macke. Geier, komm her. Was ist denn? Hä? Hallo, Geier. Ist nur ein Geier? Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, hier ist nur ein Geier. Ja, das ist ein kleiner Geier. Das war ja ein bisschen eklig. Der sah am Himmel so ein bisschen in sich aus. Hier oben ist ein bisschen Action-Mecchi. Ich glaube, immer schon mit dem Geier nicht. Guck mal. Irgendwie lang. Lass mich in Ruhe. Hast du auf mich zu hauen? Ich glaube, hier ist das schon eigentlich ganz cool. Hier haben wir so. Das gehört doch auch noch dazu, oder? Okay, nehmen wir das da. Ja, okay. Jetzt hier mit einer Leiter rüber, okay. Alles klärchen. Oh Gott, ich hasse Gaia in 7 Days. Ich... Was hat er denn? Okay, wahrscheinlich Blutungsschaden. Okay, nice. Hier bricht doch gleich wieder aus. Ja, natürlich. Man kennt's. Man kennt's. Hier unten sind sie auch alle getriggert. Ja, cool. Komm mal her. Hallo, ich bin hier. Ich bin nicht hier. Du hast keinen Kopf mehr. Das ist aber cool, dass wir hier so... Vielleicht könnten wir auch einfach hier das wegschlagen. Das hat 5000. Aber ich weiß, es gibt ja hier auch irgendwann Erdbohrer. Und das könnten wir eigentlich auch wegschlagen. Aber dann sind wir halt auch einfach 300 Jahre bei, ne? Macht nichts. Das kann auch weg, das kann auch weg. Das sind schon wieder hier massive Blöcke. Macht nichts. Aber wir können es auf jeden Fall hier schon mal zwei Kisten machen. Meinen Schlafsack hier hinlegen. Gut. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat. Kisten. Oh, kann ich eigentlich schon diese Aufbewahrungskisten? Nee, doch, kann ich. Aber mir fehlen... Okay, mir fehlen Nägel. Alles klar. Oh, dann stopp ich doch jetzt hier erstmal alles rein. Außer das hier, das hier, das hier. Steine, dann kann ich schon mal ein Lagerfeuer machen. Könnten wir uns auch schon mal ein Lagerfeuer machen. So. Setzen wir das hier hin. Okay. Könnte ich eigentlich auch ein Grill da rein machen. So, gut. Kochtopf. Sollte vielleicht auch eine Kiste hier neben machen für Essen und Trinken. Das macht dann irgendwie ein bisschen mehr Sinn. So, mal hier Essen und Trinken mit. Und dann macht es irgendwie auch ein bisschen Sinn. Ein bisschen vielleicht. Ein minimal. So. Zack, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Gute Idee. So ein Vogelnest. Aber ohne Eier, okay. So, pass auf, wir haben 7 Fähigkeitspunkte ja eigentlich bekommen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Eigentlich. Gut. Dann. Würde ich auf jeden Fall starten. Ich würde mal fast sagen, ich spiele eventuell hauptsächlich mit dem Messer. Glaube ich. Wäre vielleicht mal so eine kleine Challenge. Also jetzt nicht nur Haupt. Also viel, aber nicht nur. Sagen wir es mal so. Revolver hält. Nee.
Wir fangen mal hier vorne an. So, also wir machen mal glücklichen Sammler auf jeden Fall. Prepper Schatzsucher. Für jeweils 7 ausgegrabene Blöcke verringert sich der Schatzsucheradius um 1 Meter. Ohne diese Eigenschaft sind dafür 10 Blöcke erforderlich. Du kannst 10% mehr Gegenstände im vergrabenen Schätzen finden. Ja, das nehme ich. Altstoffsammler nehme ich. Auf jeden Fall Chefkoch, damit ich mir bessere Sachen machen kann. Heilfaktor, ganz wichtig. Schlösser knacken ist eigentlich gar nicht so wichtig, ne? Jetzt nehmen wir dann noch Ausdauer auf jeden Fall. Ausdauer, ja. Gut, machen wir das so. Weil der macht 12. Oder also besser, macht halt einfach 14. Ich nehme es trotzdem mal mit. Es kann nicht schaden. Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich würde auch mal sagen, wir gehen hier runter. Wir gehen normal den Weg hier mal runter. Wo sind jetzt hier meine Blöcke? Da. Okay, ich kann hier hoch. Aha, okay, ich kann hier hoch. Nice. Oh, hier ist sogar eine Tasche. Lol. Ja, cool. Eine Jacke. Ja, endlich was Ordentliches zum Anziehen. Endlich sehe ich ein bisschen schön aus. Für euch. Natürlich für euch. Okay. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier rein und schauen mal, was uns hier drin erwartet. Damit wir unser Zuhause mal clearen können. Hallo? Ich habe kein Licht. Oh, kacke. Ich habe meine Fackel drauf. So, ich habe meine Fackel nicht mitgenommen. Ja, cool. Die Bürostühle gefallen mir. Oh, hallo, Mommi, Schmommi. Hab dich gar nicht gesehen. Tut mir leid. Ich glaube, ich würde hier auch einmal erst durchgehen und einmal alle killen. Versuchen, alle zu killen, ohne zu sterben, auf jeden Fall. Und Säcke, nice. Einfach mal so eine kleine Challenge, vielleicht an mich selber, so mit, nicht mit dem Knüppel, sondern einfach mal mit dem Messer, weil durch den Dijon Tower habe ich es tatsächlich ein bisschen gelernt, so mit dem Messer. Okay, also es ist ja gewollt, denn hier so lang. Habe ich jetzt ja gecheckt. Hier alle Zombies killen, hier rüber, dann sind wir hier bei mir oder bei uns. Hier alle Zombies killen. Hier rüber? Hier runter? Hier runter können wir ja nicht. Gut, dann müssen wir ja hier runter, ne? Würde ich jetzt fast sagen. Okay, wir haben schon mal irgendwas zum Heilen. Hallo? Lässt du das bitte mal? Von hinten ist ein bisschen gemein, ne? Oh, du bist doch gar nicht tot. Bist du jetzt tot? Okay, jetzt bist du tot. Sehr gut. Nehme ich hier mal ein bisschen die Steinchen mit, dann kommen wir da vielleicht auch rein. Dem, 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 dem. Okay. Was ist hier noch? Okay, ich dachte, hier war vielleicht noch irgendwas. Können wir mal die Tür rausmachen. Dann sehen wir auch ein bisschen, was da unten so abgeht. Ne? Hier, kleiner Mann, du liegst irgendwie im Weg. Dim, dim. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also der Zombie ganz am Anfang, der hat mich auf jeden Fall schon echt... Oh Gott, hier gibt es einen Hund. Echt wahrscheinlich... positiv... Ich habe noch keine Schaufel. Kann ich überhaupt eine machen? Natürlich nicht. Weil Pflanzenfasern und Holz. Natürlich. Aber ich kann hier mal die anziehen. Dann habe ich ein bisschen... Die können wir zerlegen. Ich sollte sie zerlegen und nicht wegwerfen. Aber gut. Ist ja fast das Gleiche. Aber es ist ja hier unser Zuhause. Also wir sind ja nicht weg. Oh, Schwabbelpeter ist auch wieder am Start. Ja, moin. Ja, moin.
Mit Helmlicht wird es natürlich ein bisschen einfacher werden und verschlossen. Na gut. Wie viel heilt Honig? 5. Ich nehm's einfach schon mal. Einfach schon mal ein bisschen vorbeugen. Nee, einfach ein bisschen vorbeugen. Ich habe das Gefühl, hinter mir kommen welche. Aber gut. Man weiß es nicht. Okay, ein bisschen Stofffetzen und Blei kann alles nicht schaden. Ein bisschen Plastik kann auch nicht sein. Die haben auf jeden Fall ganz viel für die Parts. Das ist eigentlich ziemlich gut. Eigentlich ziemlich nice. Können wir auch mal mitnehmen. Also ein paar Steine, ein bisschen Sand. Den Haufen hier auch noch. Ich höre sie irgendwo. Ich weiß noch nicht, ob sie draußen oder drinnen sind. Ich bin mir da auch bei den kleinen Mumblies noch nicht so ganz sicher. Also ich wollte ja hier erstmal durchlaufen, ohne groß zu looten, ne? Ich wollte ja erstmal hier Zombies platschen. Okay. Lol. Wow. Was geht hier oben denn ab, ey? Was geht denn hier bei euch hier oben ab? Mein Gott. Hallo, ich stecke fest, ich bin zu dick. Könnt ihr bitte einfach alle hier durchkommen? Oh Gott, ey. Ja, das... Oh, du bist auch noch da. Oha. Ist nachgeladen? Nee, natürlich nicht nachgeladen. Ne? Ja, Uferradar, alles klar. Einer mit roten Augen schon. Okay, läuft ja. Was Battle denn hier? Oh Gott, wir sterben gleich schon wieder. Gut, zweimal sterben in einer Folge ist ein bisschen scheiße. Zweimal sterben in einer Folge ist ein bisschen scheiße. Das wollen wir auch nicht. Oh nein, fuck, ich hab keine Ausdauer. Trink das, damit du Ausdauer wieder kriegst. Hast du Ausdauer wieder? Du hast ein bisschen Ausdauer wieder. Sehr gut. Gott, diese Spinne ist doch echt scheiße. Boah, ich seh nichts. Ist Spinny tot? Und hier habe ich gar nicht so viel Angst. Du siehst nur böse aus, du bist aber eigentlich voll der Teddybär. Jetzt probierst du gleich. Da wackelt auch einfach der ganze Boden, ne? Es wackelt da auch einfach der ganze Boden. Ich hoffe, ich habe sie jetzt von da oben alle getriggert. Von hier sind wir gekommen, ne? Komm ihn da hin. Ich wollte doch eigentlich hier. Ich muss oben lang. Mhm. Ich glaube, ich muss hier oben lang. Deswegen war hier auch so viel los, weil das so in Anführungsstrichen der Hauptloot ist. Kann das sein? Ich glaube, aber ich habe keine Dietriche. Oh, gut. Geht's nach draußen? Nee. Ja. Kaputten Leitern kann man hoch. Okay, sehr cool. Und das gleiche ist ja eigentlich auch nochmal auf der anderen Seite. Ist das ein... Nee, ich wollte gerade sagen, ist das ein Nacktgebäude? Ein Nacktgebäude? Ja, hier ist doch gut. Hier ist gut. Aber wir müssen nochmal hoch. Okay, die Truhe können wir nochmal machen, wenn wir Dietrich hier haben. Okay, so weit über die Zeit sind wir noch gar nicht. Sehr gut. Ja, mein Leben ist ein bisschen im Arsch, würde ich mal sagen. Okay, auch mal ein bisschen was futtern. Dann
Bin vielleicht nicht ganz so im Arsch. In Shotgun Messiah und Peasant Gas werde ich wohl nichts zu essen finden. Oder zu heilen oder so. Aber wir müssen nochmal hoch, weil oben war auch noch was. Und jetzt liegt hier die Tür auf. Könnte ich noch rausgucken. Hallo? Du sollst da hoch, du kleiner Wurm. Geht auch noch was hier. Okay, da kommt noch einer. Da jetzt einer. Was ist denn? Kommst denn du her, du kleine Wurst? Hallo, komm mal auf mich zu. Hau, ich piek's dich. Oh, das war ein Satz mit X. Oh, meine Nase juckt. Na, komm mal her. Du tot? Du bist tot. Okay. Okay, hier habe ich gerade... Okay, hier... Also nochmal hoch. Okay, der ist von draußen gekommen, oder? Och, Mann, oh. Links rum. So. Weil... Geht's ja auch noch runter. Hier waren wir. So, man... Ja, den kann ich leider nicht öffnen. Okay, alle Türen sind auf jeden Fall auf. Okay, das ist aber auch geil. Ja, da kommt noch irgendeiner runtergeflattert. Soll er? Darf er? Ich bin da ja nicht so, ne? Ich bin da ja nicht so. Bist du tot? Du bist tot. Okay. Na, dann haben wir alles, ne? Dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal wieder nach oben. Aber von da kommen wir auch nicht aufs... Was war das jetzt? Du bist doch hier... Man ist hier rein? Ne, man ist nicht hier rein. Man ist... Man ist hier rein. Looten würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, was wir hier alles vergessen haben. So, ja, hier durch, hier, hier und hier hoch. Okay. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, ein bisschen. Mir hat es auf jeden Fall immer wieder Spaß gemacht. Ich mache jetzt hier, ja, ich mache Sand ins Essen. Läuft ja. Läuft ja. Das verkaufen wir. Das essen wir. Ein bisschen, Heilung hochkriegt. Hat das eigentlich Verkaufspreis? Ja. Das auch? Ja. Das macht 30 Schaden. Das macht auch 30 Schaden. Gut, das können wir auf jeden Fall verkaufen. Das kann erstmal hier alles irgendwie rein. Das ist doch hier so eine Lebensimod, ne? Strahlungsentfernungsmod. Nur sind Klamotten, oder? War das jetzt das in Klamotten muss? Okay. Das kann hier rein, alles klar. Okay, ihr Lieben. Also, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Adios. Und dann sehen wir, wie es hier mit mir und den Zombies weitergeht. Auf Wiedersehen.